Es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Turniervideo vom letzten Wochenende. Jetzt kommt das Video von einer Dressurprüfung Klasse L auf Trense, wie ihr seht. Ich fand ihn da schon viel, viel lockerer als am Tag vorher. Er lief auch richtig gut auf dem Abreiteplatz. Also ich hatte ein richtig, richtig gutes Gefühl. Aber wie es halt so kommen musste, ist direkt daneben eine Weide mit Kühen und die kamen so zwei Pferde, bevor ich losgeritten bin, kamen die Kühe raus und da war der natürlich wieder richtig, richtig doll am Gucken. Ich habe aber wirklich versucht, so gut es geht, drüber hinweg zu reiten und mir gefällt persönlich diese Runde viel, viel besser als die aus der Dressurreiter L am Tag vorher. Das Einreiten natürlich ist auch noch super spannig, aber ich finde überhaupt keinen Vergleich zu der Prüfung vorher. Jetzt kommt halbe Wolte rechts, links. Das ist natürlich mit so einem super spannigen Pferd, der auch da hinten immer zu den Kühen geguckt hat, sehr, sehr schwierig. Ich habe auch momentan so ein bisschen das Gefühl, dass er doch nochmal die Osteopathin drauf gucken muss, weil ich auf der linken Hand immer so ein bisschen Probleme habe mit der Stellung und Biegung. Da hat man gesehen, war er eben nochmal am Gucken. Da auch wieder. Aber ich habe mir halt wirklich die größte Mühe gegeben, da irgendwie drüber wegzureiten. Mitteltrab kam gar nichts. Das kann er viel, viel besser. Er kam auch am Ende so ein bisschen gegen die Hand. Ich gucke mich immer um, weil ich die Prüfung irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, dass die Kühe uns da so verrückt gemacht haben, hatte ich so ein bisschen auch ein Blackout und musste die Prüfung halt lesen lassen. Jetzt kommt ja, Halten und Rückwärts richten. Keine Ahnung, was da los war. Ich schätze mal, dass die Kühe ihn da wieder gestört haben. Ich habe ihn einfach ganz mal wieder hingestellt. Bin einfach so mein Ding weitergeritten. Habe mich gar nicht davon beeindrucken lassen, dass er da so ein bisschen spannig und klemmig war. Jetzt die Schritttour war natürlich super zackelig. Aber ich finde, es geht auch schlimmer, wenn man sich so unsere Prüfung aus dem letzten Jahr anschaut. Auch die ganzen Adressuren. Da ist er im Schritt noch viel, viel mehr gezackelt. Jetzt kurz kehrt, natürlich auch blöd, der war wieder am Gucken. Da habe ich auch einfach, ja, irgendwas nur geritten, keine Ahnung. Da stockt er auch immer wieder so ein bisschen. Jetzt kommt gleich das Angaloppieren. Hätte viel, viel mehr vom Punkt sein können. Aber, oder halt vom Fleck weg. Aber wie gesagt, ich habe mein Bestes gegeben, ihn da so ein bisschen drüber wegzureiten. Die Wolte wurde mir angekreidet, dass ich sie zu groß geritten habe, sehe ich jetzt auch. Eigentlich hatte ich jetzt so im Außengalopp ein richtig, richtig gutes Gefühl, aber ja, wie man sieht, war er dann doch wieder am Gucken und dann konnte ich da halt nicht wirklich etwas machen. Man sieht auch, finde ich, wie spannend er war. Hier lobe ich ihn jetzt, weil ich mir schon in meinem Kopf so den Plan gelegt hatte, dass ich sowieso verzichte und ich halt nur so ein bisschen, ja, ihn wieder runterbekommen wollte, dass wir trotzdem ein bisschen positives Erlebnis haben. Aber wie ich auch schon im anderen Video gesagt habe, er ist zu Hause überhaupt nicht so. Er ist zu Hause ein super entspanntes Pferd, läuft seine Lektion mittlerweile super, super sicher, weshalb wir auch weiterhin reiten, obwohl es halt momentan nicht funktioniert. Aber wir müssen halt irgendwie auch schaffen, dass wir beide auf Turnier viel, viel entspannter werden und dann auch auf Turnier genauso reiten wie zu Hause. Da haben die Richter dann auch gesagt, ich soll meine Prüfung ganz normal zu Ende reiten, dass ich heute keine Note bekomme, weil er halt einfach zu spannig ist. Und ja, die Richter ja auch sehen, dass es schon ein Pferd ist, was ein bisschen Potenzial hat, den man dann nicht mit einer Vierernote oder so rausgehen lassen muss. Da wende ich jetzt ab, da sieht man auch, wird er ein bisschen entspannter und hier habe ich jetzt auch einfach die Züge lang gelassen und bin einfach rausgetrabt.